Hallo miteinander. Heute stelle ich euch sehr gerne Oregano vor. Oregano kennt ihr viel aus der Küche und auch dort brauche ich sehr viel. Ich tue sehr gerne mit Oregano zum Beispiel Gemüse kochen oder Soße. Da tue ich einfach immer erst am Schluss, wenn es nicht mehr so heiß ist, tue ich das Öl dazugeben, weil sonst geht ja die Kraft vom Öl weg und ich möchte gerne eine natürliche Unterstützung für meine ganze Familie geben, einen kleinen Immunbooster und darum tue ich es erst rein, wenn es nicht mehr ganz heiß ist, so wie wir es dann essen können. Dann tue ich es noch rein und ein bisschen mitbrutzeln. Genau. Zudem ist Oregano wirklich eine sehr gute Unterstützung bei Pilz, Warzen, Verdauungssystem, auch für Muskeln und Knochensachen sehr unterstützend. Es wirkt eben immunstärkend, das haben wir schon gehört, wenn ich es mache mit dem Kochen, dass gerade jeder die Unterstützung hat. Es durchdringt Zellwände und darum ist es wirklich ganz eine kraftvolle, natürliche Lösung für viele Käferlis. Es lindert ganz, ganz vieles. Genau. Es wirkt zudem wärmend. Also für Leute, die zum Beispiel immer kalte Füße haben, könnt ihr euch so ein Röllerli mischen. Dann könnt ihr einfach unten rein nach der Verdünnungstabelle, die euch eure Beraterin sicher schon gegeben hat, oder sonst könnt ihr sie unbedingt fragen. Gerade bei den Kräuteröl ist es extrem wichtig. Die sind sehr, sehr scharf, die darf man nicht unverdünnt auf die Haut auftragen, sonst gibt es Verletzungen. Also da müsst ihr immer ohne die ätherischen Öle rein tun und nachher mit einem Basisöl auffüllen. Und erst dann, wenn man es gut geschüttelt hat und so etwa 12 Stunden ziehen lassen hat, dann tut man es auf die Fußsohle einreiben und schön einmassieren. Und auch wenn ihr jetzt wisst, ihr könnt noch einen schönen Spaziergang machen und es ist kalt draußen und ihr kommt immer so kalt über oder geht irgendwo lang voraus, ein Festchen auf ihr oder irgendetwas, dann nachher könnt ihr euch das gut tun, dass eure Durchblutung richtig schafft, pumpt und ihr schön warme Füße habt. Genau. Also du siehst, ein wunderbares weiteres Öl aus dem Home Essential Kit. Gönnt ihr das wirklich? Und wenn du noch weitere Fragen hast, dann wie immer ist mein Team und ich sehr, sehr gerne für euch da. Bleibt gesund und bis gleich.